Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Gimmick of Ben und willkommen zu Zen Theory Age of Ashes. Das ist jetzt die Closed Beta-Version. Ich wurde eingeladen von den Entwicklern oder von der PR-Abteilung und die haben gefragt, wie sieht's aus, ob ich es denn mal testen möchte. Yo, das Spiel soll erscheinen im April als Early Access-Version und das Ganze dann auf Steam. Und alles Weitere findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir aber zum Spiel erstmal. Ich zeige euch mal ein bisschen, was es da gibt an Klassen und so weiter und so fort. Und dann schauen wir mal ins Spiel rein. Ich muss schon von vornherein sagen, ich bin richtig schlecht, bin ich. Gut, ich habe vorhin nur eine Runde gespielt. Trotzdem, ich bin mega schlecht, bin ich. So, erstmal, genau. Spielen, hier gibt es verschiedene Sachen. Ranglistenspiele kann man nachher machen. Ein einfaches Spiel. Ein Rookie-Spiel kann man machen. Und Tutorial gibt es und ein Freiflug. Freiflug ist halt, ja, so ein Training-Ding ist einfach, wo man gegen Computer so ein bisschen abschießen kann. Das werde ich euch gleich mal als erstes zeigen. Und dann gibt es natürlich noch das bonusdefinierte Spiel. So, Klassen gibt es hier einmal das Phantom. Gibt es den hier einmal. Den alten Morador. Und die alte Windwache gibt es auch. Die alte Windwache vor allen Dingen. Ah. Sorry, sie ist jung, sie ist noch jung, ja okay, nicht die alte Windwache, schon spät. Dracheneier können wir ja auch ausschlüpfen, da werden dann diverse Gegenstände noch mit drin sein. So, Shop gab es natürlich auch, ne, darf natürlich auch nicht fehlen. Oh Gott, das wäre nicht so spät, nee, aber das Arbeitsgehirn ist schon wieder, piu. So, in Shop darf natürlich auch nicht fehlen, wollte ich sagen. Hier kann man dann diverse Dinge kaufen mit Ingame-Geld. Beziehungsweise natürlich auch mit echtem Geld kann man das Ganze dann erwerben. So, und das war schon mal das erstmal. Also wie ihr schon sehen könnt, das ist ein reines Online-Spiel, nämlich ist das. Wo man halt, ich wollte sagen, Call of Duty mäßig mit Drachen umherfliegen kann. Aber ja, ich zeige erstmal den Freiflug. Und dann wisst ihr schon, was ich so ein bisschen meine. Vielleicht nochmal als kleine Info. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Nee, Quatsch, aber Grafikauflösung komplett hochgestellt wieder alles natürlich. Also damit auf jeden Fall nichts verloren geht. Und ja, jetzt können wir hier in der Trainingsphase so ein bisschen herfliegen. Hier ein bisschen über Mordor so rüber. Da fliegt ein Phönix, keine Ahnung, was der da macht. Einkaufen fahren. Feuer speien können wir. So, also diese Feuerstrahl oder Feuerbombe, wie auch immer halt, das ist so ein bisschen wie ein Torpedo, kann man sagen. Gottes Willen, ich muss aufpassen, wo ich hinfliege. Das Ganze steuert man wirklich nur mit der PC-Maus. Also ich spiele es jetzt mit der Tastatur. Das Ganze spielt man wirklich nur mit der PC-Maus. Und auch mit der Space-Taste, um zu beschleunigen. Und WASD ist einfach bloß, um nach zu gucken, links und rechts zu gucken oder halt eine Attacke auszuführen. Aber dafür habe ich zu wenig Kraft gerade. Deswegen, da muss man sich schon ein bisschen dran gewöhnen, dass es nicht mit WASD geht, die Steuerung. Sondern einfach nur mit der PC-Maus. So, da ist ein verbündeter Drache da hinten, der alle Räuber, der ist bestimmt Hugo. Tada! Und ein Gegner getötet. Da fliegt er zu Boden. Sehr gut. Also so, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Und jetzt wird's schlimm. So, und jetzt wird's schlimm, wie gesagt. Und zwar, ich gehe auf Spielen einmal. Ja. So, ich mache mal ein Rookie-Spiel, mache ich mal. Verfügbar bis Level 10 das Ganze und 3 gegen 3. Das heißt, die Gegner sind auf jeden Fall noch unter 10. Unter Level 10. Ja. Das heißt, ich bin jetzt Level 2, gut. Aber, naja, wir werden sehen, ne, was passiert gleich. So, erste Runde. Hier kann man dann ein paar Fähigkeiten, ne, erstmal gucken. Feuerball und Flammenatem haben wir hier. Und es geht los. Ne. So, jetzt geht's auf eine gerade Linie. Pauls Maul erstmal. Oh Gott, es will. Ich wäre doch bloß Haus geblieben. Ja.
ist einfach abgehauen. Boah, ja. Vor allen Dingen, ich kann ja gar nichts machen. Jawoll. Ein Kill schon mal. Um Gottes Willen, wie lenkt man hier? Ja, ist doch gut. Ich verschwinde auch schon. Nein! Ich habe einen Kill gemacht wenigstens, ja? Ich habe wenigstens einen Kill gemacht, also. Neue Runde, neues Glück. Können wir noch ein Tier mitmachen? Achso, das Schild ist das. Ah, Schild. Schild, zack. Schild gedroppt. Alter, ja, hallo? Ja, ich weiß doch gar nicht, wo ihr seid. Zum Glück habe ich noch ein paar fähige Mitspieler. Die kriegen das Ruder nochmal rumgerissen hier. Also, fünf Runden sind das. Wenn wir jetzt die dritte Runde gewinnen, dann haben wir auf jeden Fall schon mal dieses Match gewonnen. Und, yo. Erlösungsschub. Eine neue Fähigkeit, die wir gerade erworben haben. Auf geht's auf ein neues. Als allererstes hole ich mir dieses Schild da. Den kriege ich nicht in einer Sekunde Pause mal, sondern erst in drei. Was denn da überhaupt? Achso, Luftströme, klar. Wir können. Wieso kann ein Drache überbrennen, hä? Der ist ein Drache. Ist ja nicht so, als wenn der Feuerspuck zugesiedelt und deine Flamme aufgeht auf einmal. Ich hole mir jetzt das Schild erstmal. Ah, schön, nicht das Schild geholt. Ne, erstmal Felsengraben. Klar, warum denn hier? Kann man ja machen. Ja, ist doch gut. Ich muss da. Ah. What the fuck, Alter? Was ist hier los? Ja, die sind eh schon überlevelt wieder. Ich sag's euch. Ja, ich hab jemanden getötet. Ah, Berg. Gottes Willen. Ich bin noch ein Ex. Ich will mehr Schilder holen. Bitte nicht abschießen, danke. So langsam habe ich, glaube ich, den Bogen raus. Ich überlebe gerade echt lange. Gekonnt ausgewichen hier. Alter, zwei Gegner getötet, Alter, der Sieg! Der Sieg, Alter, ich habe zwei Gegner umgebracht gerade. Episch! Naja, naja, kein Applaus, wo ist mein verdammter Oscar jetzt hier? Ha! Ist schon geil. Ne, ein bisschen Eingewöhnungsphase ist das Spiel schon geil. Muss ich schon sagen. Hey, da sei. Gut, ich habe den letzten Platz gemacht. Gut, ich bin vielleicht 10-mal gestorben. Okay, aber ich habe 3 Kills gemacht immerhin. So gesehen, dass es hier meine zweite Runde ist, die ich spiele, ist das schon ganz okay. Das ist ganz okay. So, meine lieben Freunde, das war's heute schon mal mit Century Age of Ashes. Und ja, ich finde das Spiel schon mal richtig geil. Ich brauche noch ein bisschen Training. Aber ansonsten, Grafik ist geil. Es ist mal was anderes halt. So ein Team-Deathmatch-Spiel halt, wo man mit Drachen umherfliegen kann und Paws Maulhaut. Ist auch richtig geil. Und ich bin schon gespannt auf die Early Aces. Leider gibt es das Spiel aktuell nur fürs Team. Ich hoffe mal, das kommt auch nochmal irgendwie für die PlayStation 5, Xbox, was auch immer halt. Also irgendwas mit Konsole. Ansonsten bin ich echt von dem Spiel begeistert erstmal. Und ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare mit reinschreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Wie findet ihr das Spiel?
ist es nicht gerade so Game of Thrones-mäßig, also hier, Herr der Ringe, keine Ahnung, da drachenmäßig darüber schwingen, ist doch geil. Schreibt es doch mal in die Kommentare rein, was ihr von diesem Spiel haltet. Und ich sag Schisikowski, bis dann, bis zum nächsten Mal bei Game of Band. Bleibt gesund, flauschig, spektakulär und bis zum nächsten Mal und bis dann immer schön weiter zocken. Also, haut rein.